die Klappe halten. Krieg hier die Krise. Au, au. Licht, geh weg. Was würde sie nur ohne dich tun? Verzweifeln. So, wir sind voll am Arsch. Wenn der jetzt nicht geht, sind wir voll am Arsch. Hau doch ab, du komisches Vieh. Mann, geht er mir auf den Senkel. Ich hab die nicht mal berührt, du Sack. Ist mal was. Ja, hätte ich machen sollen. Ich wollte aber nicht. Jetzt müssen wir nochmal zur Leiter. Nein, geh weg. Es war ja nur die Leiter. Eine Kiste und die konnte ich. Ich hab den nicht mal. Ja. Ich hab den wirklich nicht mal berührt. Voll die Schiebung. Nein! Nein! Lass mich! Okay, das okay, die lasse ich. Ja, ich esse jetzt mal was. Was war die? Das Brot war, glaube ich. Ja. Nein, nein, oh Gott, nein, ich weiß nicht wohin. Oh, nein, 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 geh weg. Eine Lampe. Habt ihr noch eine Lampe gesehen? Ich weiß nicht, wo die ist. Ich hab keine mehr gesehen.
Hier steht, es sollte einen Mechanismus geben. Achso, das habe ich ja schon. Nein, nein, nein. Ich will meine Kerze wieder haben. Dieses Flüstern macht mich so fertig. Sie ist leer. Moment, das ist eine kleine Notiz. Wenn du das liest, bist du ein Trottel, Oink. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Und wann genau hilft dir jetzt mal diese dämliche Ratte? Das ist eine gute Frage. Ich bring den jetzt erstmal um. Sag, hast du einen von den Namensbuchstaben? Nein. Ich frage, weil einer der Buchstaben fehlt und ich ihn brauche. Du brauchst ihn, was? Dann versuch doch mal zu erraten, wo in meinem Körper ich ihn verstecke. Schieb ihm die Kerze in den... in meinem Hintern. Ha, ha, ha. Das ist widerlich. Du bist so ein Schwein, Eisbein. Ich kann ihn dir geben, wenn du ihn willst. Dafür musst du mir aber einen Gefallen tun. Komm näher und ich flüstere ihn dir ins Ohr. Sag's mir. Töte meine Mutter. Was? Du hast mich gehört. Wenn du den Buchstaben haben willst, musst du es tun. Aber sie ist deine Mutter. Ja, ist sie. Sie ist meine Mutter. Aber sie ist auch eine Hexe. Sie war diejenige, die mich in ein Schwein verwandelt hat. Ich will sie tot sehen. Mach ich nicht. Gute Frau, ihr Sohn hat einen der Buchstaben für den Namen des Kobolds. Können Sie ihm sagen, dass er ihn mir geben soll? Eisbein ist stur, aber vielleicht kannst du ihn mit Mais überreden. Den mag er am liebsten. Jetzt muss ich für diesen dreckigen Typen auch noch Geld ausgeben. Ich will den... Kannst du nicht eine Axt nehmen von der Wand und ihn einfach umbringen? Den braucht kein Mensch. Ja, ich hab's so gehofft. Dann kaufen wir halt mal ein bisschen Mais. Wir haben ja gerade Geld. Oh Gott, kotzt mich das an. Ich hätte gern eine Handvoll Mais. Hier hast du 3 Goldmünzen. Mais ist das Gold der Armen. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Gott sei Dank haben wir gerade so viel gefunden. Und dem soll ich das jetzt einfach in den Rachen schieben. Hoffentlich erstickt er da dran. Hallo Eisbein, ich tausche diesen Mais gegen den Buchstaben, den du hast. Hä, träum weiter. Der Buchstabe ist viel mehr wert als diese schnöde Handvoll. Außerdem beschnüffel ich schon den Boden, um zu sehen, ob es im Schloss Mais gibt. Ich kann Mais nämlich auf Meilen riechen. Wie du willst, du weißt nicht, was dir entgeht. Du weißt nicht, was dir entgeht. Du bist nicht der neue Graf Lucanor. Ich könnte den Mais als Köder benutzen, aber ich muss einen Käfig finden, der groß genug für Eisbein ist. Was? Mann, bring die Alte doch einfach um. Töte beide. Win-win-Situation. Ja, die Alte hat mir ja nichts getan. Hier brauchten wir noch einen Hebel. Den haben wir auch leider nicht. Weil hier komme ich überhaupt nicht weiter. Da bringen mich die Typen gleich um. Da konnte ich nur ein Stück weit und dann bringen mich die Piekser um. Und da oben waren andere Piekser, die mich umbringen. Hier war die Tante, die ist jetzt wieder weg. Und da oben, die bringen mich auch alle um. Also den Raum habe ich nicht verstanden. Da brauchen wir irgendeinen Hebel, sonst kommen wir hier nicht weiter.
Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, wo wir schon überall waren. Da haben wir den ersten Buchstaben geholt. Da kommen wir nicht weiter. Waren wir da schon? Nein, nein, nein. Hier ist der gruselige Typ mit dem roten. Nein, nein, das mache ich nicht. Das kriegen wir nicht auf. Da haben wir schon Buchstaben. Da haben wir auch. Da haben wir die zwei O's. Da gibt es nichts mehr. Da müssten wir aber auch schon gewesen sein, oder? Hier müssten wir doch auch schon gewesen sein. Ja. Da war der Buchstabe, der geklaut wurde. Hier gab es keinen Käfig, oder? Nee. Ein Käfig, der groß genug ist für... Mann. Können die einfach mal weggehen? Es wird ja immer schlimmer, die Situation da unten. Scheiße! Was soll ich denn jetzt machen? Ja, ja, ja. Nein, lauf, lauf, Hans, lauf! In diesem Schatzraum war dieser gestörte Typ mit den roten, also der Anführer von... Aber hier ist doch ein großer Käfig. Hier ist doch ein großer Käfig? Das ist ein guter Platz, um Eisbein eine Falle zu stellen. Ausrüsten. Leer. Ja, ich wollte den... Du hast den Mais benutzt. Ich erzähle Eisbein besser, dass es hier Mais gibt. Sobald er ihn isst, kann ich ihn in den Käfig sperren. Toll. Nein. 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 Die haben immer noch Spaß, die Ziegen. Oha, jemand hat eine Handvoll Mais im blauen Raum mit der Truhe in der Mitte gelassen. Ja, genau. Meine Fresse, geh doch weg. Gott, wie mich das nervt. Ach, da hat er mich nicht gesehen. Komm schon, hau ab von der dunklen Ecke. Ich weiß da, dass da nichts ist. Lass mich raus, bitte! Nö. Viel Spaß. Was hat man davon, wenn man so fies ist? Bitte lass mich raus, ich flehe dich an. Ich lass dich heraus, aber vorher wirst du mir den Buchstaben geben, den du genommen hast. Nimm den blöden Buchstaben, ich wollte ihn sowieso nicht. Du hast den Buchstaben T erhalten. Ja, wir brauchen nur noch das P.
Wir brauchen nur noch das P, dann haben wir es endlich geschafft. Hier ist einfach weiter. Was für ein... Ich glaube, ich bleibe hier und esse den Mais auf. Ja, mach, was du willst. Hoffentlich holen dich die Geister. So, wir haben das geschafft, deswegen würde ich gerne nochmal speichern. Weil uns fehlt nur noch ein Buchstabe, dann sind wir eigentlich durch. Nur weiß ich nicht, wie... Der eine Buchstabe kann jetzt in zwei Räumen sein. In dem Raum, wo dieser gruselige rote Mann ist. Oder in dem Raum, wo wir einen Hebel brauchen, den ich nicht habe. Ja. Aber wir können doch mal was probieren. Warte mal. Nur das hier checke ich nicht. Können wir nochmal raus? Was macht der hier? Gut, da gehen wir nicht hin. Hat irgendwann nach mir gefragt, Kleiner? Nein, niemand. Hast du jemanden erzählt, dass ich hier bin? Nein, das auch nicht. Ich vertraue diesen dreien nicht. Sobald der Tag anbricht, verschwinde ich von hier. Es ist gleich 4 Uhr in dem Schloss. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ach, Mensch. Ich höre den Stock von dem Alten. Da ist der... Bin ich jetzt... Warte mal. Den Ring hier anziehe. Muss ich den irgendwie aktivieren? Wir haben ja gespeichert, gell? Cool. Du hast 3 Kerzen erhalten. Oh, super. Da bin ich tot. Okay, das bringt uns hier nichts. Also der Raum bringt uns leider nichts. Komm hier nicht weiter. Wir müssen in den Raum mit den blöden Truhen gehen. Diese Truhe ist seltsam, da ist ja gar kein Schloss, das ist eine Attrappe. Warte mal, aber hier müsste das doch funktionieren. Ei, 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 Hans, bist du unterm Tisch? Du kleine graue Maus, machst dir da unten nur deine Kleider schmutzig. Warum kommst du nicht hervor? Der Kamelingo kann dir den Namen des Kobolds verraten, wenn du willst. Welche Truhe ist nicht rot? 3 Goldmützen! Super! Die will ich jetzt auch haben! Da ist nichts drin.